Es ist zwar Spekulation, aber die Türkei ist NATO-Mitglied. Die EU nähert sich der NATO an. Im Dezember 2013 wurden dementsprechende EU-Beschlüsse gefasst, um noch enger mit der NATO zu kooperieren. Würde das im Ergebnis bedeuten, dass eines Tages österreichische Soldaten die Türkei schützen müssen im Nahen Osten? Ich werfe unserer Bundesregierung vor und vor allem unserem Bundeskanzler, dass er beim letzten Gipfel in Vilnius, wo diese Beschlüsse gefasst wurden, nämlich die Errichtung einer Militärunion, dass er dort nicht als Vertreter eines neutralen Staates Halt geschrieben hat. Da hätte er sagen müssen, ihr könnt machen, was wollt, aber wir Österreicher sind nicht dabei. Wir sind ein neutrales Land, wir spielen hier nicht mit. Es hat zwei Beschlüsse im Parlament gegeben, die eindeutig, nicht darauf abziehen, sondern eindeutig sagen, dass sie die NATO und die EU zusammenführen wollen und daraus eine Militärunion basteln wollen. Der Othmar Karas ist sogar aufgestanden und hat gesagt, es genügt ihm nicht, er will in der nächsten Kommission sogar noch einen eigenen Verteidigungskommissar haben. Könnte er selber machen. Das, vielleicht träumt er davon, ich weiß es nicht. Aber das ist alles mit dem Status der Neutralität Österreichs nicht vereinbar. Und es ist ein einziger Wissenschaftler in einer Tageszeitung gewesen, der gesagt hat, er wundert sich, dass es darüber keine politische, öffentliche Debatte gibt. Das wäre das Logischste der Welt. Denn im Jahre 1994 bei der Volksabstimmung haben wir den Leuten in Österreich nicht gesagt, dass sie einmal in einer Militärunion landen werden, sondern man hat ihnen gesagt, dass Österreich mit seiner Neutralität in die EU kommt und die Neutralität von der EU respektiert würde. Das ist aber nicht der Fall. Und zwar schon allein deswegen nicht der Fall, weil wir ja keinen Widerstand leisten. Weder vom Herrn Bundeskanzler noch vom Herrn Außenminister. Der spielt ja überhaupt keine Rolle.